Na ihr Nicht-Nudeln, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crusader Kings 2, unserem wundervollen Reich von Israel. Nein, Quatsch, Bullshit, Syrien natürlich, hab ich euch dran gekriegt. Wir sind wieder zurück, wie gesagt, im Königreich von Syrien, das sich hier erstreckt von Nordägypten bis hoch an die nördliche Küste der Levante. Denn ja, wir sind ein mächtiges kleines Königreich, gefangen in einem nicht mal ganz so mächtigen Kaiserreich, um dem wir eigentlich die ganze Zeit helfen müssen. Und wir haben jetzt Pläne, mächtige Ambitionen, die wir umsetzen wollen. Denn Syrien ist diuremäßig wesentlich größer. Ihm gehört dieses Herzogtum hier noch und dieses Herzogtum möchte Syrien nun auch beanspruchen. Also wird genau das getan. Ich schaue nur ganz kurz mal, was das hier eigentlich sein soll. Das hier gehört diuremäßig zum ökumenischen Patriarchat. Okay, keine Ahnung, warum das so gestrichelt ist. Ich glaube, eigentlich gehört es diuremäßig zu irgendwas anderem. Keine Ahnung was. Aber egal, wir haben jedenfalls, wie gesagt, Pläne. Und zwar beinhalten die endlich mal gegen das benachbarte Königreich Mesopotamien vorzugehen. Dieses befindet sich nämlich nicht länger unter der Kontrolle der Gideon-Dynastie. Die Gideon-Dynastie hat ihren mächtigsten Sitz quasi verloren und sitzt jetzt nur noch in Syrien. Insofern ist natürlich die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit beider Königreiche oder eine spätere Vereinigung beider Königreiche relativ gestorben. Aber wir geben das Ganze natürlich nicht auf, keine Sorge. Und dementsprechend werden wir jetzt... Ah, es ist mittlerweile eine Primogenitur geworden. Okay, natürlich. Kaum ist es nicht länger unter Gideons Herrschaft, ist es automatisch eine Primogenitur. So war es ja auch in Israel, nicht wahr? Na gut. Wie dem auch sei, wir werden jetzt, wie gesagt, einfach mal angreifen und unsere rechtmäßigen Lande beanspruchen. Als erstes holen wir uns Druz. Oder Druz, damit wir hier nicht so eine schreckliche Grenze haben, holen wir uns die hier schön in richtiger Reihenfolge. Also, auf geht es in den Krieg mit unserem Nachbarn, dem liebenswerten Reich von Mesopotamien. Erstmal sammeln wir natürlich alle unsere Truppen, unsere 30.000 Mann fast. Es ist eine Macht, mit der man rechnen muss, das ist auf jeden Fall eine Tatsache. Wie viele können wir hier? Okay, hier können wir nicht alle unsere Truppen beherbergen. Wir sollten also schnellstens hier rüberziehen. Mesopotamien hat uns leider natürlich ignoriert. Leider sage ich... wartet mal. Vergesst es mal ganz kurz. Es wird geschlachtet. Und zwar werdet ihr darüber gehen. Und ihr werdet mit hinein in diese Schlacht marschieren. Ah, und unser Freund, der Herzog Iskinder, der Herzog von Semien tatsächlich... was ich lustig finde. Der Herzog unterstützt uns in unserem Krieg. Eine sehr noble Sache. Prinz Segasi von Syrien hat den Titel Grafschaft von... Ach ja, unser Erbe ist ja der Herzog von Aleppo geworden. Habe ich das eigentlich eingefädelt? Ich glaube ja. Verzeiht mir übrigens... Oh, irgendwelche lauten Geräusche. Natürlich Pflastersteinstraße unten und es ist jetzt etwas zu heiß, um das Fenster zuzulassen. Deswegen müsst ihr mir bitte verzeihen. Und natürlich fahren hier über diese Pflastersteinstraße ausgerechnet die Leute, die 20 Milliarden Sachen in ihren Anhängern haben und dementsprechend natürlich auch die meisten Geräusche erzeugen. Yay! Naja, was willst du machen? Genau, also solche Geräusche können auf jeden Fall vorkommen, denn ich kann sie ja schwerlich unterbinden, da ich nicht, die Autos unten auf der Straße steuere. Wieder so ein komisches Ding. Wir werden, glaube ich, keine Punkte für diesen Kampf hier bekommen. Ja, wir haben keine Punkte für diesen Kampf bekommen. Und zwar einfach, weil aus irgendeinem Grund diese Armee der bagdadischen Revolte Anführer dieses Kampfes war. Obwohl hier eine 9.000 Mann oder 10.000 Mann starke mesopotamische Armee stand, wurde die Schlachtenführung aus irgendeinem Grund der vollkommen anderen Armee übertragen und wir konnten keine Kriegspunkte dadurch bekommen. Ist halt dämlich. Aber ist jetzt nicht so, als hätte Paradox es irgendwann mal geändert oder gefixt. Oh, okay, eine Baronie in unserem Reich geht an unseren derzeitigen Kaiser, der ja ebenfalls
die Dynastie hat. Übrigens, genau, festgestellt habe ich, dass unser Kaiser ja wahrscheinlich, ja hier, er ist nämlich Mitglied der, ja, wie heißt es nochmal, Kinder Luzifers. Und genau das gleiche trifft auch auf unseren, oder auf seinen Vorgänger, ich bin mir nicht genau sicher. Einer von denen ist ja zum Hinduismus konvertiert, er nicht, ich glaube, ich glaube, sein Vater ist zum Hinduismus konvertiert dann. Und der war auch Mitglied der Kinder Luzifers. Er hat ja diese Eigenschaft hier, höchst verdächtig. Und ich habe mal nachgelesen, wie kann das passieren, dass so ein Reich konvertiert. Und da hier auch die Großen des Reiches mitkonvertiert sind, kommt es wirklich durch eine Event, durch eine bestimmte, ich sage jetzt mal nicht Event, oder vielleicht Eventkette der Kinder Luzifers. Und zwar kann man da halt im Geheimen zu einer anderen Religion konvertieren und dann später per Event oder per Entscheidung seine gesamten Großen des Reiches dazu bringen, mit einem zusammen diese Konversion zu einer anderen Religion kundzutun. Und genau das ist halt wahrscheinlich hier geschehen. Übrigens, es gibt kaum noch Hoffnung, dass wir irgendwann mal hier oben Fuß fassen werden. Das ist alles konvertiert worden bereits von irgendwelchen anderen großen Religionen. Das Judentum hat es schwer, es hat einen schweren Einstand hier, aber wir schaffen das schon noch. Und leider haben wir natürlich auch die vollkommen falschen Leute hier an der Macht. Der Kaiser ist bereits mächtig dabei, unseren Glauben hier zu verbreiten. Auch wenn unsere Autorität immer noch gut genug ist, hoffen wir mal, dass es dabei bleibt und dass wir nicht früher oder später unsere ganzen heiligen Stätten hier verlieren werden. Das wäre nicht schön. Das wäre ziemlich dämlich. Also blöd. Ja, und ansonsten müssen wir einfach nur noch darauf warten, dass unsere ganzen Belagerungen hier gelingen. Und dann haben wir unsere erste kleine Grafschaft in das Reich wieder mal eingegliedert und können uns dann darüber freuen. Wer schuldet uns eigentlich noch einen Gefallen? Okay, ich weiß gar nicht, warum sie uns Gefallen schulden. Legt ein falsches Glaubensbekenntnis ab. Ah ja. Bekennt euch aus politischen Motiven zum Glauben eures Lehnsherren, während ihr hinter verschlossenen Türen euren wahren Glauben praktiziert. Dies wird es euch ermöglichen, dem Zirkel eures geheimen Glaubens beizutreten oder einen solchen Zirkel zu gründen. Ah ja. Ja, wir könnten jetzt natürlich unsere Religion wechseln, um unserem Lehnsherren dabei treu zu bleiben. Aber ich denke, dass wir das eher lassen. Ich fürchte, dass es mehr Probleme mit sich bringen würde. Und ich habe kein Interesse daran, unseren wahren Glauben loszuwerden. Also ich meine, wir könnten es natürlich machen. Dann hätten wir jetzt demnächst den karaitischen Glauben quasi herrschend. Was natürlich auch eine interessante Entwicklung des Ganzen wäre. Das möchte ich nicht leugnen. Aber was auch ein großer Fehler wäre. Aber wir könnten heilige Kriege gegen Mesopotamien führen. Ha. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, er hat freien Titelentzug. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe mal, dass uns alles gelingen wird. Was haben wir denn hier? Aswan. Aber nur einen Anspruch auf die Grafschaft von Aswan. Und den möchte ich immer noch nicht. Ich möchte einen Anspruch auf das Herzogtum von Aswan. Merkt ihr das bitte mal, Spiel? Wie sieht's aus? Naja, wir haben eine 17,5%ige Chance im Jahr, das Ganze zu schaffen. Auf die Grafschaft, muss man natürlich sagen. Und, es kann auch genauso gut sein, dass das Ganze hier böse nach hinten losgeht. Aber wir hoffen erst einmal. Okay, unser einer Sohn ist gestorben. Das ist verdammt ärgerlich. Das heißt, wir haben jetzt nur noch ihn hier, Mr. Inkompetent. Und ihn hier, Mr. Slightly Inkompetent. Und die Luxusgewänder schon wieder, aber versuchen mal bescheiden zu werden. Hat nicht geklappt, aber immerhin geben wir nicht unnötiges Geld für den Kram aus. Wir müssen ja finanziell ganz weit oben bleiben. Unsere Frau möchte Aufmerksamkeit, bekommt sie natürlich nicht, wie sich das für Frauen gehört.
Und wir haben unsere Forschungen abgeschlossen. Yay! Warte, was? Wir scheitern an der Mission? Warum? Wir haben so viel gemacht und wir scheitern trotzdem? Müll. Na gut. Dann ist dem eben erstmal so. Aber das ist schon okay. Wir warten, bis die ganzen Belagerungen hier abgeschlossen sind. Ah, sehr schön. Unsere Gattin hat eine erhöhte Meinung von uns. Das war ziemlich dumm gerade. Aber ich wollte es einfach mal machen. Wir haben zum Glück zum Beispiel gerade derzeit keinerlei Fraktion gegen uns am Laufen. Aber ja, wegen dieser einen Schlacht, ne? Seht ihr das? Wegen dieser einen Schlacht haben wir immer noch keinerlei Punkte. Keinerlei Kriegsfortschritt bekommen, weil diese eine Schlacht, wie gesagt, nicht uns zugerechnet wurde. Ansonsten hätten wir schon längst die 100%. Aber leider, leider bleiben sie uns verwehrt. So, jetzt haben wir aber endlich mal eine Schlacht hier gegen unsere Feinde. Leider bringt sie uns nicht den erwünschten Punktefortschritt. Aber ich möchte lieber nicht weiter belagern. Ach, sehr schön. Wir sind zum Magus geworden. Okay. Und der Baron schließt sich unserem Kampf an. Herzlichen Glückwunsch. Ich brauche deine Hilfe unbedingt. Ah, gut, dann bleiben wir halt doch hier stehen. Nein, wir müssen hier die Gegner erledigen. Kommt schon. Ladende Bildschirm. So, Marschall. Wer soll unser Marschall werden? Du auf jeden Fall nicht. Du bist schlecht. Nehmen wir also ihn und ernennen mal wieder einen Befehlshaber. Den können wir ja jetzt wieder... Der unser alter Befehlshaber gerade zum General Marschall wurde. So. Okay, unser Lehrling ist damit ausgelehrt. Das heißt, wir müssen wieder einen neuen erlernen. Das bist du. Und dann verfolgen wir wieder mal mesopotamische Truppen und haben unsere 100% erreicht. Und haben sogar einen neuen Typen gefangen genommen. Schön. Gut. Forderungen erzwingen. Perfekt. Endlich hat sich unser Reich ausgeweitet und das hier gehört erstmal direkt uns. Früher oder später werden wir natürlich an jemand anderes übergeben, aber jetzt erst einmal behalten wir es natürlich. So, was ist denn schon wieder für ein Titel, den wir hier verteilen können? Irgendein Titel hat sich... Ach, ernannte Regent ist mal wieder frei. Nehmen wir die junge Dame hier und wieder mal ein Befehlshaber gestorben. So. Friede, Freude, du mich auch. Dass überhaupt schon zwei Grafschaften übergetreten sind, ist sehr besorgniserregend. Wir versammeln mal wieder einige Gelehrte. Reisen zu den Ruinen und bilden unseren Sohn aus, der ziemlich gut ist. Und dann würde ich tatsächlich jetzt auch mal die Bürgertumspflichten verbessern. Okay, unsere Vasallen sind unentschieden. Wir haben einen Gegner und einen Unterstützer. Und zwei unentschiedene Vasallen. Wie kann man sie denn dazu bringen, sich umzuentscheiden? Sie erwidern alle ihm hier einen Gefallen. Das heißt, eigentlich brauchen wir von ihm einen Gefallen, aber daran hat er natürlich kein Interesse. Ach, er wird bereits manipuliert. Na, wunderbar. Dann versuchen wir es mal durchzusetzen. Ich weiß nicht, wie sie sich entscheiden werden. Wahrscheinlich gar nicht. Oder halt dagegen dann, im Zweifel. Versuchen wir es doch mal mit dem Wohlstand. Mit dem Wohlstand. Sehr schön. Hat geklappt. Wir haben schon mal zwei Stimmen dafür, eine dagegen. Und wir haben immer noch vier Unentschlossene.
Ah, sehr schön, wir haben eine brillante Erkenntnis. Die Sonne ist vor Stunden am Horizont versunken. Da-da-da-da, kennen wir bereits. Magnetischer Kompass, die Erfindung der Krönung unserer großartigen Zusammenarbeit ist endlich fertig. Wir haben ein Gerät erfunden, mit dem man immer zum Leitstern des Nordens zeigt und es ermöglicht auch dann zu navigieren, wenn die Himmelskörper durch Wolken verdeckt sind. Dies wird unseren Händlern ganz gewiss einen Vorteil verschaffen. 100 Wirtschaftstechnologiepunkte und wir erhalten esoterisches Wissen. Ah ja. Und wir können hier nichts machen, weil die alle durch den Rad manipuliert werden. Wunderbar. Oh, sie haben zugestimmt. Das ist schön. Das ist sehr schön. Das freut mich. Das dürfte uns noch mehr Geld in die Kassen spülen. Ah, und wir scheitern mal wieder an einer Mission. Ja. Aber egal. Unsere Bürger zahlen mehr Geld und wir machen auch wesentlich mehr jetzt auf einmal. Sehr praktisch. Das machen wir dann demnächst in 5 Jahren nochmal und irgendwann haben wir richtig viel Geld durch unsere ganzen Bürgervasallen. Ich finde es seltsam, dass die jüdische Priester Kelile ständig belästigen, egal was sie verspricht zu tun oder wie viel Geld sie der jüdischen Kirche spendet. Und wir sollten unseren Herzog von Sinai einbinden, das werden wir mal tun. Und er hört auf uns. Ein guter Junge, ein sehr guter Junge. Ich bin stolz auf ihn. Und unsere Tochter muss mal wieder ausgebildet werden. Die Pflicht ruft, meine Dame. Oh ja, den wollen wir auch mal einbinden. Sehr schön. Ein weiterer Vasall schließt sich keinen Verschwörungen an. Das sollte uns ein stabiles Reich garantieren. Oh Gott, schaut euch mal an, wie viel Geld wir haben. Okay, jetzt können wir doch mal langsam was ausgeben. Ah, verbessern wir unsere Jerusalemer Burgmauern und gehen auch mal auf die Stadt. Okay, hier können wir nichts machen. Wir können den... Das hier könnten wir ausbauen. Aber eigentlich eher weniger. Das könnten wir auch ausbauen hier. Gehört ja derzeit noch uns. Dann gehen wir nach Hebron. Bauen hier unser Burgstädtchen aus. Gehen nach Acre und burgen hier auch unser Städtchen aus. Bauen wir überall mal die ganzen Sachen ein bisschen aus, um mehr Geld halt zu erwirtschaften. Denn wir haben derzeit eine große Menge Geld und darum zum Beispiel gar nicht mehr ausbauen. Uiuiui. Sehr schön. Endlich mal wieder ein bisschen Geld. Das ist doch gut. Das tut sehr gut. Ah, geil. So viel Kohle. Ah, jetzt können wir auch große Kriege führen, oder? Ich meine, mit dem Ganzen in der Hinterhand, könnten wir zumindest spontan mal einige Leute anheuern. Das Problem wäre natürlich, sie die ganze Zeit zu unterhalten. Hat man sich das gerade richtig, dass unser Kaiser nicht immer in der Lage ist, diesen Krieg hier zu führen? Ja, scheinbar nicht. Und die Unabhängigkeitsfraktion ist relativ mächtig. Wieso kann ich eigentlich nicht mich selbst einfügen? Wir könnten den Herzog von Gondar, aber der ist auch bekehrt. Können wir jemanden einfügen, der nicht bekehrt ist? Können unseren Hofspitzel einsetzen, beziehungsweise den Hofspitzel von Montreal, aber dann würden wir ein Gebiet unseres eigenen Reiches aufgeben. Wir könnten jetzt, hallo Auto auf der Straße, wir könnten jetzt natürlich auch unsere Unabhängigkeit anstreben. Und dann durch heilige Kriege den Kram hier unten erobern, aber wir wären halt der Gnade von Byzanz ausgeliefert. Wenn wir die ganze Zeit Geld haben, wäre das schon okay, glaube ich. Wie laut die Leute hier manchmal sind, meine Herren. Und dann immer diese schreienden, kreischenden Kinder.
Ach Gott. 521%. Guck mal hier, wir gehen raus. 139, bam, 521%. Unabhängigkeit wird gefordert. Das ist ordentlich. Nein, ich beobachte jetzt nicht mehr das Firmament. Sag mal, wieso soll ich jetzt die ganze Zeit hier meine Leute verbrennen? Nein. Achso, warte mal. Nee, du möchtest, dass ich ihn verbrenne. Okay, das ist okay. Ich dachte gerade, ich soll die ganze Zeit unsere Glaubensbrüder hier, unsere Ordensbrüder hier verbrennen. Das wäre ja schwachsinnig. Nee, mal gucken, wann die Unabhängigkeit hier durchgeführt wird. Wahrscheinlich geht es gerade nicht während des Krieges oder sowas. Ich verstehe es nicht ganz, warum wir nicht dazu in der Lage sind. Denn eigentlich befindet sich die Fraktion derzeit bei einer Stärke, die sie nie wieder erreichen wird. Meinung über Lehnsherren minus 100. Oh, wow, der ist ja echt unbeliebt, der Kerl. Kann ihn überhaupt einer seiner Vasallen leiden? Einer seiner Vasallen kann ihn leiden und alle anderen hassen ihn. Warum hasse ich ihn eigentlich? Ausgehobene Aufgebote, oh ja. Möchte einen Sitz im Rat eigentlich nicht. Zu viele Herzogtümer im Besitz, Ketzer. Und was möchtest du? Religiöse Eiferer, ja, ist nicht ohne, ne? Ist nicht ohne. Und die meisten hassen ihn wegen der ausgehobenen Aufgebote. Weil er unablässig in Angriffskriegen hier immer noch seine Aufgebote aufhebt und seine Vasallen viel Geld kostet. Aber aus irgendeinem komischen Grund gibt es die Revolte nicht. Und wir haben mal wieder einen hinduistischen Aufstand, gegen den auch nicht vorgegangen wird. Aber er ist ja schwach wie sonst sowas. Wow. Versuch mal irgendwie hier noch das Schlimmste zu verhindern. Ich möchte ja nicht, dass Israel seine, dass unser Glaube seine mächtigen Gebiete da unten verliert. Wir könnten dem Grafen von Assuan einen Krieg erklären. Für eine Grafschaft. Na, das ist ja schwachsinnig, das wollen wir nicht. Nee, wir werden unsere Unabhängigkeit hoffentlich erringen und, ich meine, ich kann persönlich auch versuchen, meine Unabhängigkeit zu erreichen. Wie viele Truppen hast du? 16.000. Ja, bist halt im Eimer, ne? Wenn ich meine Unabhängigkeit durchsetze. Wir werden noch kurz warten tatsächlich, bis ich da im Süden die Rebellen erledigt habe. Es klang alles wie eine weitere von Herzog Iskinders paranoiden Wahnvorstellungen, aber ich muss zustimmen, dass das Essen einen seltsamen Geschmack und einen sehr seltsamen andauernden Nachgeschmack hatte, als er mich zum Diner eingeladen hat. Jedenfalls möchte ich versuchen, könnte versuchen, Herzog Iskinders zu vergiften. Ich brauche meine Hilfe und ihr werdet sie bekommen. Machen wir mal. Genau. Ihr seht ja gerade, unsere Truppenzahl wächst und wächst. Wir können jetzt maximal 11.000 Mann ausheben. Also allein durch unsere Aufgebote, da wir die hier gerade vergrößern, haben wir schon einiges an eigenen Truppen. Und die brauchen wir halt. Wir brauchen dieses starke Zentrum. Lass sofort meinen Hofarzt kommen. Das ist schon wieder unser Erbe, den wir eigentlich tot sehen möchten. Oh! Ich habe Herzog Iskinder von Semien und einander vorgestellt und hoffe, sie würden sich gut verstehen. Ach so, sie sind Erzrival. Ich dachte schon, der Typ ist gerade noch mein bester Freund. Aber es ist noch alles gut. Oh nein, unser Sohn, den ich unbedingt loswerden möchte, wird ermordet. Wir verlassen mal hier kurz den Typen verschwinden, aber leider setzt er seine komischen Ansprüche durch. Wir haben die 100%, da wir die feindliche Armee hier vernichtet haben. Und marschieren wieder zurück nach Norden. Wann kommt bitte mal die Durchsetzung unserer Fraktion? Müssen wir da echt auf den Frieden warten oder was ist los? Das ist ein Anführer einer Revolte. Der kann mir sowas von egal sein. Die Mongolen.
Die vielen Khans der Steppe wurden unter einem Banner geeint. Gelungen ist dies unter Führung von Temujin, dem mongolischen Imperium. Die Steppenbewohner nennen ihren Anführer nun Genghis Khan, den Großkhan, und sie streben nun nach einer Ausweitung ihrer Macht von der Steppe auf die ganze Welt. Wem kann es gelingen, sich den donnernden Hufen dieser tausendköpfigen Reiterarmee entgegenzustellen? Es muss alles unternommen werden, sie aufzuhalten. Wo sind sie aufgetaucht? Da ist das mongolische Imperium in seiner ganzen Zerrissenheit dargestellt und es befindet sich direkt im Krieg mit dem byzantinischen Kaiserreich. 126.000 Mann gegen Byzanz. Mammo, der Hofrabbiner und Bruder im hermetischen Orden, hat den Ritual vorgeschlagen. Gut, da helfen wir wieder mal, da kennen wir ja. Ah, hier ist das mongolische Imperium. Was für komische Spawngebiete haben die denn? Naja. Also Sunbil ist davon gefegt worden, es gehört jetzt zum mongolischen Imperium. Und dieses befindet sich im Krieg mit... Ah, da ist er. Intrige plus 1, das ist ja ein bisschen langweilig. Du möchtest mich in den Rat einfügen? Nein, lass mal. Okay, wir haben es geschafft, die Israelite-Revolte um die Unabhängigkeit ist ausgebrochen. Wir stehen jetzt also in den Waffen hier und wollen unbedingt unsere Unabhängigkeit behaupten. Ich werde das Ganze mit meinen persönlichen Truppen anführen. Unsere Vasallen haben da nichts mitzumischen. Und wir werden den Sieg davontragen. Ich meine, selbst alleine unsere Nomänentruppen sind fast ausreichend, um unseren Vasallen zu schlagen. Insofern ist das ja halt vollkommen dämlich. Was ist denn hier los? In Jaffa besitzt der Kaiser noch Gebiete. Ah ja. Auch interessant, hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich diesen Anspruch hier schon längst durchgesetzt. Wie sieht's hier aus? Sammel dich mal bitte mit den anderen Truppen. Wir müssen den Sitz des Kaisers belagern, sobald es geht natürlich. Wir sollten vielleicht auch Aswans Truppen, die sich hier aufgestellt haben, erledigen. Und doch mal ein paar persönliche Leute noch ausheben. Vielleicht etwas wenige. Jetzt sollten sie ausreichen, die Leute. Und zwar... Erfolgreicher Kreuzzug. Oha! Oha! Okay. Okay. Byzanz hat Probleme. Heilige! Italien hat es geschafft, Griechenland zu erobern. Byzanz hat damit einen großen Teil seiner Truppen verloren. Und jetzt befindet sie sich auch noch im Osten im Krieg gegen das mongolische Imperium. Ihr wisst, was das für uns zumindest bedeutet. Wir werden, sobald wir hier diesen Krieg hinter uns gebracht haben, definitiv vorgehen gegen Byzanz. Es ist ärgerlich, dass wir natürlich genau jetzt in einem Krieg uns befinden. Jetzt wäre die perfekte Möglichkeit, gegen Byzanz vorzugehen. Wahrscheinlich werden sie sich etwas erholen, sobald, bevor wir hier in der Lage sind, gegen sie zu kämpfen. Aber wir sparen hier immerhin gerade ganz viel Geld an. Und Byzanz wird schon noch seine Probleme bekommen, die es verdient hat. Jetzt erst einmal müssen wir hier lange belagern und irgendwie sterben. Ohne Schlachten trotzdem unsere ganzen Befehlshaber. Weil ich diesen Krieg schnell hinter uns bringen möchte, erstürme ich jetzt gerade relativ ungeduldig die ganzen Gebiete. Ausgezeichnet. Der Typ ist verschwunden. Und wir bekommen hier langsam aber sicher unsere verdienten Kriegspunkte. 76% haben wir bereits, also die Unabhängigkeit sollte eigentlich gesichert sein. Wenn sie jetzt auch zu einer großen Schlacht kommt, die wir auch gewinnen, wovon ich ausgehe, dann ist alles gut. Die Truppen sind im Süden gebunden und wir marschieren hier im Norden auf, um die Kerngebiete unseres Kaisers zu belagern. Als meine Truppen in den Palast von Kara eindrangen und den Ort plünderten, entdeckten sie ein Relikt von großer Wichtigkeit, das Kaiser Tariko, den ihr Vorbesitzer dort versteckt hatte. Schwert der Helden. Aus der Schatzkammer erobert. Wow. Schwert der Helden. Wo haben wir das denn
Schwert der Helden, Qualität 3. Diese ornamentale Waffe bietet einen beeindruckenden Anblick. Die Klinge ist vergoldet und das Heft ist mit fremdartigen Edelsteinen wie zum Beispiel Rubinen und Saphiren sowie mit Achatgemmen, glaube ich, geschmückt, auf denen legendäre Krieger abgebildet sind. Oh wow. Oh wow. Derzeit haben wir aber noch das goldene Schwert ausgerüstet. Das werden wir mal ablegen. Anstattdessen auf jeden Fall das Schwert des Helden anlegen. Wir werden auch dieses Wurfbeil hier ablegen. Obwohl, das werden wir wieder anlegen. Bam. Ja, das werden wir wieder anlegen. Okay. Gut, wir sind bei 82% Kriegsfortschritt. Ich glaube, nach einer Belagerung haben wir das Ganze geschafft. Und wir werden natürlich tapfer, auch wenn wir nicht selbst mitkämpfen. Und da haben wir unsere... Oh, immer noch nicht die auf erforderliche Punktzahl. Doch, da ist es geschehen. Wir haben es geschafft. Wir sind von Israel unabhängig. Und wir haben tatsächlich nicht einmal mehr einen Waffenstillstand mit Israel. Das heißt natürlich, es sollte euch klar sein, sobald wir hier unseren Krieg mit Byzanz abgeschlossen haben, werden wir nach Süden marschieren und in heiligen Kriegen Israel seine Truppen entreißen. Wow. Unsere Armee ist etwas geschwächt. Was haben wir denn hier? Ach, jetzt haben sie auf einmal Interesse wieder an uns, ja? Jetzt kommen sie alle an und wollen wir unsere Töchter in der Steppe verheiratet haben. Garant der Reichsentwicklung können wir vergessen. Das schaffen wir nicht. Wir lösen unsere persönlichen Truppen mal kurz auf, warten etwas und werden dann, wie gesagt, gegen... Oh, jetzt haben sie... Seht ihr, das meinte ich. Jetzt haben sie wieder 45.000 Mann. Ich glaube, es wäre einfacher, direkt mal in den Heiligen Krieg gegen Syrien vorzugehen. Mesopotamien ist mächtig, aber es mag uns noch. Das ist gut. Wie läuft euer Krieg? Oh, ich habe gar keinen Krieg mehr mit Byzanz. Das ist auch interessant. Ich glaube, Byzanz hat hier sogar ein paar Gebiete verloren. Das wäre möglich. Oh Gott, das könnte böse enden. Das könnte richtig böse enden. Bin nochmal gespannt, was für eine Macht Italien dann später aufbauen wird. Und ich hoffe, dass die Mongolen nicht zu uns durchkommen. Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon. Aber wir haben unsere Unabhängigkeit behaupten können. Und wir werden jetzt natürlich gegen Israel vorgehen. Als nächstes holen wir uns hier Alexandria. Haben dann den Norden unter Kontrolle. Holen uns dann auch Kairo und Aswan. Und haben dann ein mächtiges, oder, ja doch, wir holen uns Alexandria als nächstes, ist schon okay. Ja, wir können keine ordentliche Ambition wählen, deswegen verschwindet das mal ganz kurz. Und wir warten darauf, dass sich unsere Truppen erholen. Gut, meine Lieben, dann hoffe ich erstmal, dass euch diese Folge soweit gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn das mittlerweile endlich unabhängige Syrien gegen seine Unterdrücker im Süden vorgehen wird, wenn wir endlich nach viel zu langer Zeit Israel in seine Schranken weisen. Gut, dann hoffe ich mal, wie gesagt, euch hat diese Folge soweit gefallen und ich schaue noch mal eine letzte Sache nach. Können wir Beersheb entfernen? Wahrscheinlich nicht. Das ist aber auch egal, dann werden wir nämlich jetzt einfach unseren Kanzler nehmen und der soll uns einen Anspruch auf Beersheb oder Beersheb oder wie auch immer man es ausspricht, fingieren. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.